CAT ist bekannt für seine super robusten Smartphones. Wir schauen uns in diesem Video das neue S75 mit Satellitenfunktion an. Hallo, ich bin Stefan von Brodos. Und ich bin Markus von Brodos. Ja, Markus, heute schauen wir uns ein super toughes Smartphone an. Welches denn? Ja, ich habe das S75 heute mitgebracht. Von CatPhones. Von CatPhones, genau. Ja, und da ist es auch schon. Und wenn man es in der Hand hat, dann muss man sagen, fühlt sich insgesamt also wirklich sehr robust an. Und ich versuche das mal in die Kamera zu halten, dass man das auch sieht. Hier am Display gibt es also nochmal einen Rahmen ringsrum, der das Display schützt. Soll ich diese Schutzhülle mal abmachen, Markus? Probier's doch mal. Oh, nee, das geht gar nicht. Ja, es sieht tatsächlich ein bisschen wie eine Schutzhülle aus. Es ist am Ende wirklich nur ein Displayschutz. Ne? Also wenn du es mal umdrehst und plan auf den Tisch legst, dann ist es halt komplett geschützt. Das heißt, es liegt nicht auf dem Display auf. Also natürlich ein Witz, weil am Ende ist es bei den CAT-Smartphones immer so, dass die besonders tough geschützt sind. Und da gehen wir vielleicht auch gleich mal drauf ein, Markus, bevor wir zu Display und allen anderen Werten kommen. Wir haben hier tatsächlich eine ganz besondere IP-Schutzklasse. Was ist denn da verbaut? Ja, also das nennt sich Military Standard. Und zwar eine besondere Spezifikation, das ist eine 810H, nennt sich die. Und die ist besonders gegen Kälte geschützt, also minus 30 Grad hält die aus, plus 75 Grad. Und also ist wirklich ein sehr, sehr robustes Standard. Ja, und nicht nur Military Standard, sondern auch noch IP68 und IP69K. Steht das K für Kärcher Hochdruckreiniger? Oder? Also kannst du tatsächlich mitmachen, du kannst es mit dem Hochdruckreiniger säubern, das Gerät. Ja, also haben wir bei den anderen Videos auch schon besprochen, man kann es natürlich unter fließend Wasser mit Seife, mit Alkohol, mit Bleiche reinigen und dann halt auch Bakterien und Viren abtöten. Und jetzt bei diesem Produkt auch mit 10 cm Abstand mit dem Hochdruckreiniger zu säubern, für den Fall, der es will. Also wenn das einer von euch macht, schickt uns gerne mal ein Video, da würden wir euch tatsächlich auch verlinken, das würden wir spannend finden. Aber man kann dann auch mit dem Standard zum Beispiel Unterwasserfotos machen. Das ist sicherlich ein Use Case. Du bist ja Taucher, Schnorchler und mit dem Standard könnte man wie lange unter Wasser bleiben, Markus? Ja, also so um die 35 Minuten und dann bis zu 5 Meter. Also das ist eigentlich das, was fürs Schnorcheln komplett ausreicht. Ja, und speziell für den Unterwassereinsatz gibt es zum Beispiel auch ein ganz gutes Feature bei der Kamera. Das zeige ich mal. Man könnte also jetzt hier über die drei Punkte unter Wasser aktivieren und dann ist hier die Taste laut, ist quasi der Auslöser. Und mit der leise Taste könnte ich dann nochmal auf Video wechseln und kann tatsächlich dann hier immer wieder Video an, aus. Also das finde ich eigentlich wirklich ganz gelungen. Das ist ein Anwendungsfall, den du das nächste Mal beim Schnorcheln anwenden könntest, oder? Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Sehr gut. Ja, dann lass uns über die weiteren Funktionen sprechen bei dem Produkt. Vielleicht bleiben wir einfach gleich mal bei der Kamera. Haben wir auch gerade schon gezeigt. Auf der Rückseite haben wir eine Triple-Kamera verbaut. Markus, die ist wie ausgestattet? Ja, da haben wir eine 50-Megapixel-Hauptkamera. Wir haben eine 8-Megapixel-Super-Weitwinkel-Kamera und eine 2-Megapixel Makrokamera. Ja, und zur Ergänzung Frontkamera 8 Megapixel. Genau. Und vielleicht auf der Rückseite nochmal, das ist hier der Fingerprint-Sensor, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und dann haben wir neben den beiden, also natürlich den Laut-Leise- und An-Aus-Taste, haben wir hier nochmal zwei frei programmierbare Tasten an der Seite und oben. Ja, und über eines, Markus, haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich Displaygröße. Was ist da verbaut? Also es ist ein relativ großes Display, also knapp 6,6 Zoll. Full HD Plus Display mit 120 Hertz und natürlich Gorilla Glass Victus, also besonders robust. Kennt man ja von Kärnten. Ja, dann lass uns doch mal zum Akku kommen, Markus. Was ist da verbaut? Da haben wir einen 5000 mAh Akku drin mit 15 Watt Ladefunktion und du kannst es auch kabellos laden. Auch mit 15 Watt? Beides 15 Watt. Okay, super. Und welches Chipset ist denn an Bord, Markus? Ja, da ist ein MediaTek Dimensity 930 verbaut. Okay, 5G natürlich, haben wir schon gesagt. Dann lass uns vielleicht mal zum Speicher und der Speicherausstattung kommen. Wie ist das Produkt ausgestattet? Ja, wir haben 6 GB Arbeitsspeicher und 128 interner Speicher. Okay, und ob der Speicher erweiterbar ist, das ist noch ein Schmankerl. Das heben wir uns für ganz zum Schluss in diesem Video auf. Lass uns dann vielleicht nochmal über das Betriebssystem sprechen, Markus, und auch über die Upgrade-Policy bei Bullitt. Ja.
Also wir haben Android 12 auf dem Gerät, es ist upgradebar 13 und 14, also zwei Upgrades und 5 Jahre Sicherheitsupdates. Okay, also eine ganze Menge und nicht, damit nicht nur robust als Gerät, sondern auch natürlich robust bei oder langlebig bei den Software-Updates. Dann lass uns aber noch zu dem ganz Besonderen bei dem S75 kommen, Markus. Ich habe jetzt hier diesen SIM-Kartenschlitten schon mal rausgenommen, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und ist ein Hybrid-SIM, also das heißt, es gehen zwei SIM-Karten oder halt eben eine SIM und SD. Aber hier ist ja schon eine SIM drin, was hat es denn mit der auf sich? Ja, also das ist die SIM, die von Bullitt mitgeliefert wird. Mhm. Und da geht es wirklich um die Satellitenfunktionalität, die das Telefon mitbringt. Ja, also wenn diese SIM-Karte raus wäre, was natürlich nicht so viel Sinn macht, weil dann Satellitenfunktion nicht geht, dann wäre es um 1 Terabyte erweiterbar, der Speicher. Aber die Satellitenfunktion, die wirklich hochspannend ist, ich würde sagen, Markus, der widmen wir auf jeden Fall ein neues Video, oder? Das muss sein, ja. Insofern ganz wichtig, Kanal abonnieren, Glocke setzen nicht vergessen. Aber jetzt lass uns noch einmal zu dem Preis kommen. Und da sprechen wir jetzt nur über den Hardwarepreis. Was muss der Kunde denn anlegen? Und wie gesagt, Satellitenservice machen wir nochmal separat. Genau. Also das Gerät liegt bei 600 Euro und ja, ist verfügbar. Klasse. Also dann freue ich mich unglaublich auf die Session, wo wir den Satellitenservice des S75 besprechen. Da seid ihr bestimmt dabei. Insofern, wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Ciao.